So. Ah, du bist wieder da. Hey. Dich lange vermisst? Na Mensch. So, da müssen wir ja hoch, ne? Tschüss. Das ist runtergefallen. Ja, auch. Also ich würde mich nicht so auf die Kante setzen, aber schon okay. Der ist das schon gewohnt. Ja, wahrscheinlich. Der ist auch gewohnt, irgendwo runter zu klatschen. Also manchmal könnte ich diese Frau... Klatschen? Ja, eigentlich ganz verliebt, aber okay. So, Blümchen ist unter uns, ne? Ja. Ich habe Bedenken, dass es da rausgeht. Vielleicht geht es da aber auch erst weiter. Ja, wir müssen so weit runter, aber... Ich geh nochmal zurück. Nee, ja. Wir müssen ja darüber, also ich vermute, dass der Ausgang ist. Da ist so ein kleines Dungeon ist. Haben wir hier irgendwas übersehen, wie wir da runterkommen? Ich bin unten. Also unten war ich. Ich sag doch, der ist es gewohnt, da irgendwo runter zu klatschen. Und vielleicht nehmen wir die Tür da? Ah ne, da sind wir ja rein, ne? Ja. Die Frau ist lange auch Banane. Wir sitzen auch schon ein paar Stunden hier, ne? Naja, knapp 6. Ja, siehste. Keine Sorge, so lange habe ich eh nicht mehr vorzumachen, Leute. Weiß ja nicht, wie du das so siehst. So. Oh. Ja, ich bin es gewohnt, runter zu klatschen. Ja, also Leute, macht euch da keine Vorstellung. So lange machen wir heute nicht mehr. So, hier wieder hoch. Und ist es der Ausgang? Ist es der Ausgang? Ich hab's doch erwartet. Wieder rein. Wir müssen noch unter das Herz finden. Was ist denn jetzt? So. Es muss ja eine Möglichkeit geben, an das Herz ranzukommen. Aber ich sehe noch keine. Ich habe keine Kante, an die wir uns festhalten können, wo wir hinspringen können, wo wir uns hinstellen können, wo wir langlaufen können. Hier kommen wir nicht hoch. Das wird auch viel zu tief sein. Machen wir viel zu viel Schaden. Hier hoch brauche ich nicht, wenn wir hier hoch können. Jemand eine Idee von euch? Das war die falsche, das kann ich euch schon sagen. Wir kommen damit ja schon ganz gut lang. Ich sehe halt auch keinen Weg nach unten oder sowas, dass wir sagen, wir haben hier noch eine Portion, wo wir uns wo festhalten können, runterhangeln können oder sowas. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier noch ein zweiter Ausgang ist oder sowas. Ich hoffe, ihr seid nicht respawned. Nein, seid ihr nicht.
Hier ist auch nichts. So wie, dass man noch irgendwie tiefer runter könnte oder sowas. Nee, nicht wirklich. Optional wäre natürlich noch möglich, dass es... auf der anderen Etage. Weil wir kommen da hoch. Wie kommen wir da runter? Also ich sehe zumindest keinen Zugang. Das könnte was. Aber warte halt, das ist ja... Warte halt. Okay, nein, das war's auch nicht. Gut, wir gehen mal raus. Vielleicht sehen wir auf der anderen Seite noch irgendwo einen Eingang in das Ding. Würde mich zwar total wundern. Dass es hier noch was gibt. Aber gut. Ja, gut, wir gehen raus und wir haben ja schon gesehen, dass uns da jemand Nettes erwartet. Hat seinen Kumpel umgehauen. So, da ist er wieder. Alles gut. Ja. Also, das Herz habe ich nicht gefunden. Ich habe den Zugang nicht gefunden. Okay. Ich bin aber, habe jetzt gerade alles nochmal abgesucht, weil das ist hier in der Höhle wirklich drin. Aber es ist wirklich bloß schon der Ausgang gewesen, die Tür. Deswegen bin ich jetzt einfach durch die Tür, weil hier kommen wir raus. Wir sind einfach nochmal rausgegangen, um zu gucken, ob es hier vielleicht noch einen anderen Eingang gibt. Ja. Was mich jetzt sehr wundern würde. Wenn man auf einmal zwei verschiedene Eingänge hat. Gucken wir, was wir da haben. Ich habe gerade den Zuschauern schon erzählt, dass wir heute wahrscheinlich nicht mehr ganz so lange machen werden. Okay. Je nachdem, wie du das siehst. Ja, wir sind ja mit 6 Stunden schon gut dabei. Genau, das dachte ich halt auch. So, ich gucke mal auf die Brücke, bevor wir uns teleportieren. Wir können ja sagen, wir machen bis 22 voll. Oder 22:30. Ja, mal gucken, ja. Sollte ein guter Punkt sein, wo wir speichern können. Ja. So wie jetzt zum Beispiel hier haben wir einen Teleporter. Ui. Wunderbar. Hat der irgendwas eingeschaltet? Nee. Doch, wir hatten noch die neuen Skill, neue Sachen. Sollten wir vielleicht gleich nochmal. Bevor wir hier dran rausgucken. Dann schnell zum Teleporter. Hoppala. Dürfen wir nichts Neues haben, ne? Hat kein Schwert gefunden, nein? Nicht? Nee, Schwert hatten wir nicht mehr. Das hatte ich schon eingelöst. Ach, stimmt, ja. Beim letzten Mal. Neu dabei ist Thornschlag. Den wir jetzt einsetzen können. Schau mal. Ja, haben wir drin. Kraftschlag lädt sich schneller auf. Das finde ich verdammt gut. Den brauchen wir ja doch öfters mal. Und da teleportieren wir uns wieder hoch. Jo. Und wunderbar.
Hier muss wieder eine Rune rein. Willst du nicht erstmal an dem Speicherpunkt da vorbei? Der ist doch schon aktiv, oder? Nee. Jetzt ist er aktiv. Okay, die Frage ist, wie kommen wir jetzt weiter? Ich habe jetzt noch nichts gesehen, so wirklich. Haben wir doch schon, wir haben doch gar keine Rune dabei. Wo haben wir die denn gefunden? Keine Ahnung. Na ja, schau mal. Vergrößern wir mal die Welt. Ja, dadurch vergrößert sich halt ständig die Welt. Zwei von sieben. Auch immer wenn der Mond ist, ist das so wieder erfüllt. Okay. Na dann. Das ist ein großer Roboter. Hm. Unser Kumpel. Da ist unsere neue Aufgabe. Ich finde schön, dass der immer dann genau dahin kommt, wo er. Ach, das sind alles Roboter, die hier gekämpft haben, so wie das aussieht. Ja. Das ist alles nicht so wirklich. Nicht wirklich geschafft haben. Laufen wir richtig oder richtig im Nachlaufen sollen? Zumindest ein Speicherpunkt. So an sich ist aber richtig. Wahrscheinlich auf der falschen Ebene, ne? Wir müssen nach oben bestimmt. Also wieder hoch. So. Ging echt viele Roboter. Oh mein Gott. Ja, da kann man zum Ausnummer nehmen. Ach, er holt sich einen neuen Arm. Los. Aber er guckt nach einem Arm, den er gebrauchen kann. Aber er findet nicht wirklich was. Du kannst da hoch. Mhm. Bin schon unterwegs. Bin nix. Muss vielleicht auch gar nicht lang. Wir sind jetzt auf die andere Seite für ihn gegangen, okay? Spooky, wie komme ich zu dir hoch? Von der da Seite unten nicht? Wahrscheinlich. Ja. Ach, wir waren doch schon mal. Gute Nacht. Okay. Okay.
müssten hier irgendwie hoch. Was hätten wir noch? Kann man von der Basis, von der Plattform da drüben rüber? Nee. Sieht nicht so aus. Nee. Wir können dem Robo-Freund auch nicht helfen, so jetzt hier von der Stelle. Also gucken wir nochmal rüber. Muss vielleicht doch eher nach links. Hm. Sind wir ja vorhin schon mal lang gelaufen, da war hier Ende der Karte. Das stimmt. Da muss was rein. Ein Block wahrscheinlich. Oh, der hat Alarm gerufen. Der ist ja gut. Ach, das mal. Cheerio. So. Haben wir schon? Klar, wir laufen ja zurück. Wir sind ja hier oben, das ist jetzt ja alles neu. So. Ja. Da hinten ist eine Leiter. Ah, unsere Freunde sind wieder. Das sieht wohl aus wie ein Dungeon, würde ich mal fast sagen, oder? Oder wir kommen zum Herzen. Nee. Mal runter? Wahrscheinlich. Hier muss ein Klotz rein, bestimmt. Kann man das schieben? Nee. Hier ist es nicht. Ich kann aber auch nichts drücken. Jetzt gedacht, ich muss den Klotz hier so irgendwie zusammensetzen oder sowas. Oh nein. Oder wir fordern einen neuen Klotz an. Ah, du musst da rechtzeitig runterkommen. So, jetzt. Wunderbar. Jetzt schieben wir den Klotz da auf. Genau, dann wird er hochgeschoben. Dann können wir den oben rein. Aber wir fahren mit hoch. Sehr schön. Ja, aber. Und jetzt können wir das Ding drehen. Und es hebt sich wieder die Welt, so wie es sich anhört. Das ist schon verrückt, diese Karten, also wie sich die Karten da ständig anpassen. Wahnsinn.
Sehr schick. Sind wir wieder an irgendwas vorbeigerannt? Nö. Ich sehe zumindest nichts, was wir übersehen haben. Was wir sammeln können. Da sehe ich ein Knöpfchen. Oh, Blümchen. Gehen wir da mal rein. Ein Dungeon, ein Geheimnis. Hast du hier was? Danke. Ich drehe noch mal eine Runde. Wir haben ja gelernt in anderen Dungeons, dass man da gerne mal springen muss. Wenn sich hier was anzeigt. Nein, da zeigt sich nichts an. Da müssen wir wahrscheinlich auch nicht springen. So. Da ist was für die Hand. Hat man schon lange nicht mehr. Nee. Schön, was wir das Schönes kriegen. Wieder ein neues Teil mit rein. Die Greifzange. Warum nicht das, was wir finden sollten, ja? Halten LB. LB ist das. Oha. Nicht da. Ja, wenn ich so einen blauen Punkt habe, können wir uns jetzt dahin teleportieren. Wie da. Muss erst mal gucken, wie das geht mit der. Du kannst dich doch bestimmt genauso zur Seite schwingen, wie wir am Klettern, oder? Da ist nichts mit Schwingen, weil der zieht dich sofort hoch. Nee, ich meine jetzt, um darüber zu kommen. Wenn du schon da oben bist. Wenn ich nicht loslasse, lässt er auch das los. Also ich drück dann schon zur Seite, ja? Ach, das verbraucht Ausdauer, deswegen. Deswegen hat das nicht gehalten. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht irgendwas übersehen. Da rechts war doch noch was, oder? Das könnte der Ausgang nämlich schon sein. Das sieht schon aus nach Ausgang. Kannst du dich ranziehen? Ja. Hätte man nämlich von der anderen Seite machen sollen. Ah ne, ging gar nicht von der anderen Seite. Again! Mist. Da haben wir alles, ja. Ich noch kurz wieder das Energie aufladen.
Und Naus.